Hallo, willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal und lange kam kein Video mehr auf Benzer, wobei, weiß ich nicht, kommt auch an, wie schnell mein Cutter schneidet. Ich habe jetzt einen Cutter, das heißt, ich kann auf dem Tablet erstmal ein paar Videos machen, solange ich meinen PC nicht habe. Und ich habe mir gedacht, heute werden wir uns mal das Realm angucken, weil ihr wisst ja, wir hatten ja dieses Minecraft Realm, das war so ein Community-Projekt und ich war da lange nicht mehr online. Ich habe irgendwie mir mal vorgenommen, wieder online zu gehen, aber ich hatte auch irgendwie nicht mehr so krass Lust. Wir werden das aber nochmal von vorne bald machen. Aber weil wir natürlich auch eine Erinnerung an das alte Realm haben wollen, werden wir uns heute dieses Realm hier angucken. Und dafür joinen wir erstmal und schauen uns dann das Realm an, ne? Wenn das irgendwie Sinn macht. Übrigens, bitte regt euch nicht auf über die schlechte Mikroqualität, ich kann es leider echt nicht ändern, es tut mir leid. Und wir sollten die Sounds, glaube ich, einmal leiser machen. Also ich würde sagen, wir machen die Lautstärke mal auf, ich weiß nicht, ich mache die Lautstärke normalerweise auf 8, wenn ich am PC bin. Ich weiß nicht, ob das hier auch genauso ist. Und Musik machen wir auch dementsprechend mal so auf 8, eher auf 6, Musik ist ja immer ein bisschen lauter. Ich glaube, es sollte jetzt passen von der Lautstärke. Hier haben wir unseren Hund. Oh, der hat gerade ein Skelett für uns getötet, danke. Nice, okay. Also, wir fangen wo an? Wo kommen wir hin, wenn wir sterben? Das ist natürlich die erste Frage. Wobei, es ist überhaupt nicht die erste Frage. Ich habe keine Lust, mich umzubringen, weil hier ist ja kein Keep Inventory an. Aber Leute, wisst ihr, wo Keep Inventory ist? Dieser Skin. Wisst ihr, wo Keep Inventory an ist? Auf meinem Minecraft-Server, shrooks.eu. Das heißt, wenn ihr einen tollen Minecraft-Server sucht für die Bedrock Edition und die Java Edition, dann shooks.eu. IP ist jetzt hier hoffentlich eingeblendet. Und ja, wir fangen jetzt trotzdem einmal erstmal an. Und ich glaube, hier müsste irgendwo der Spawnpunkt sein. Hier irgendwo spawnt man auf jeden Fall. Und von dort aus haben wir uns, machen wir uns mal hier auf den Weg. Wir fangen mal von dort hinten an. Das macht, denke ich, am meisten Sinn. Aha, ich glaube, das sollte eine PvP-Arena werden. Die ist aber noch nicht eröffnet, denke ich mal, ne? Sieht zumindest jetzt noch nicht ganz fertig aus. Aber das ist eine PvP-Arena, Leute. Oh, und da will ich nicht reinfallen. Danke. Wie war das nochmal mit dem nicht reinfallen? Ah, da ist eine Treppe. Da geht's zum Glück raus. Was ist hier drin in den Truhen? Oha, Gras und nochmal Gras. Okay, gut, wir gehen hier wieder raus. Haben wir eine kleine Arena. Ist ganz cool, dann gehen wir ja direkt mal weiter. Und hier haben wir das, was mal mein Haus war. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an mein Haus. Aus meinem Haus ist, soweit ich weiß, ein Aquarium geworden. Haben wir zumindest David so gesagt. Und ja, das ist jetzt mein Haus, Leute. Einfach ein Aquarium. Ist es nicht wunderschön? Ist es wunderschön, oder? Ja, hier ist das, was mal Haus war. Hier ist mir übrigens gerade eben ein Creeper hochgegangen. Vor der Aufnahme. Wo war das? Hier ist mir ein Creeper hochgegangen, genau. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber für alle, die ja schon von Anfang an dabei waren, wissen ja, wenn man hier rüber geht, dann kann man zu dem, was auch das Haus von David und dessen Namen ich vergessen habe, what the fuck. Egal, nimm es nicht persönlich, dass ich den Namen vergessen habe. Hier haben wir die Stadt De. Leute, andersrum. Also, aber es ist die Stadtmitte. Auf jeden Fall. Und die schauen wir uns jetzt an. Und als ob die einfach eine ganze Stadt gebaut haben. Da waren wir, glaube ich, gerade eben schon. Hier haben wir so Villager-Häuser. Also wie in den normalen Dörfern, nur ohne Glas. Hier genau das gleiche. Und da oben ist ein Chest. Hier haben wir so ein paar. Das wirkt eigentlich ein bisschen wie Villager-Dörfer. Da wundert euch nicht, dass ich Villager-Dörfer sage. Ist eine Angewohnheit. Was steht hier? Baum David, baue eine Arena für epische Schlachten. Ach, das war wahrscheinlich dann das Ding da hinten, ne? Und das hier ist dann, ach, auch ein kleiner Brunnen. Und das sollte, glaube ich, einfach nur die Anzeigetafel sein mit den Türen. Dann haben wir hier ein paar Chests. Okay, die sind einfach leer. Ach, das sind Spenden praktisch. Wurde denn hier was gespendet? Wie großzügig. 2 Stacks Kabel und 10 Türen. Das ist sehr großzügig. Dann haben wir hier. Oha. Hey, lol. Okay, wir haben einfach eine riesige Essensfarm. Und hier scheint ein Schwein drin zu sein. Ah, ne, hier ist ein Lama drin. Und alle Kühe gehen aufs Lama. Oh, und wir sind gefangen.
natürlich schlecht. Aber was haben wir denn neben diesem hübschen Kuhstall? Erstmal noch eine Farm. Also, das zu dem Haus kommen wir gleich. Aber wir haben hier erstmal noch eine Farm. Alter, da ist noch ein Haus. Alles klar, wir haben erstmal eine Farm. Mit allen möglichen Sachen zu essen. Das ist cool. Das ist nice. Wieso habe ich gerade Level gekriegt? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Aber wir haben hier eine riesige Farm, was sehr gut ist. Weil unendlich Essen. Und warum sind diese Kürbisse außerhalb der Farm? Ah, okay. Hier scheint einfach random eine andere Kürbisfarm noch außerhalb von allen anderen Farmen zu sein. Aber naja, was steht hier auf dem Schild? Ich glaube, das war der eigentliche Eingang. Nur mit Ticket, ja. Gut, Ticket haben wir jetzt nicht. Aber ja, hier haben wir dann nochmal eine Zuckerrohrfarm. Und es geht ja noch viel weiter. Hier ist einfach noch ein Floß, denke ich mal, soll das sein. Da hinten ist aber wahrscheinlich wirklich nichts mehr gebaut, nehme ich dann an. Und das wird so langsam Nacht. Hier haben wir ein Nether-Portal. Wir sind einfach schon im Nether. Achso, gut, ich habe Netherite-Sachen. Das wusste ich dann natürlich, dass wir schon im Nether waren. Was ist das hier? Ein Keller oder was ist hier? Ich weiß nicht, wofür dieses Gebäude da war. Ich weiß auch nicht, warum der Ofen andersrum geplaced ist. Nee, der ist seitlich geplaced. Aber es existiert. Und wir wollten eigentlich zu dem Haus kommen, aber stattdessen lasst uns doch erstmal zu dem Haus hier kommen. Hosenmann, haha. Wenn ich aufhören soll, dann kickt Baum den ich bin. Was? Okay, alles klar. Ich habe keinen Plan, was das heißt, aber... Oh, hier haben wir einen Villager. Ach, hier haben wir ein kleines Villager-Job sozusagen. Unter der Erde. Die brauchen ja prinzipiell nichts anderes. Für alle, die es nicht wissen, ihr könnt sozusagen euer eigenes Dorf machen, indem ihr einen Villager von einem Villager-Dorf wegholt, praktisch die Betten wegnimmt, die Betten irgendwo anders placen mit deren Workdings und die halt dahin befördert und dann können die da arbeiten. Und hier sind die ja eingesperrt und arbeiten hier die ganze Zeit. Und so könnt ihr übrigens auch den Beruf eines Villagers verändern. Nice, Mann. Cool. Das wusste ich einfach nicht. Wir haben ja einfach... Oh, hier ist ein Enderman gerade in TP. Das ist nicht gut. Alles klar. Hier haben wir nichts drin wieder. Ich glaube, die hat sich sogar schon geöffnet. Aber gehen wir nach oben und gucken stattdessen mal, was weiter oben los ist. Ich glaube, oben ist ein Enchanter. Ja, hier können wir enchanten. Okay. Hier haben wir eine Ender-Chest. Ich habe aber nichts in meiner Ender-Chest drin. In den Fässern sind ein bisschen Holzsachen drin anscheinend. Ja, relative Standardsachen, ne? Oh, Diamond-Schwert. Und hier... Okay, ich glaube, wir haben sogar schon den Ender-Dragon in der Welt besiegt. Okay, hier haben wir noch eine normale Chest. Okay, alles interessant. Hier haben wir einen kleinen Lagerfeuerplatz. Leute, den habe ich gerade auch noch nicht gesehen. Ohne Termin nicht rein. Ich glaube, das scheint das Rathaus oder irgendwas anderes zu sein, wo man irgendwas anderes machen kann. Oder ist das Haus von Baum David wegen den Bäumen drin? Wir gehen einfach mal rein. Wir haben zwar keinen Termin, aber hallo. Baum Davids heiliger Baum. Oha. Ja. Oh. Hier haben wir dann noch ein Netherportal. Das sieht sogar ziemlich cool aus. Von außen sieht das Haus ein bisschen komisch aus. Bin ich ehrlich. Aber von innen so mit diesem Baum in der Mitte und dann dieses Dings. Ich finde, das sieht nice aus. Das Netherportal besonders. Das sollte im Cave-Update dabei sein, Leute. Ihr wisst Bescheid. So, okay. Gehen wir mal hier runter. Und dann haben wir einen Club. Und hier... einen weiteren Enchanter mit einem Amboss darunter und eine Ender-Chest. Digga, wie groß ist denn das hier? Das ist ja riesig. Na gut, doch nicht so riesig. Hier ist ja noch ein Raum mit einem... Ich habe vergessen, Baustand. Genau, Baustände ein paar. Und einem Trank. Einen Trank der Heilung. Und 42 Glasflaschen. Gut, egal. Dann gehen wir mal hier lang weiter. Bald ein Club. Mal schauen, wie der Club, der bald eröffnet. So ein Club also. Kritisch. YouTube. Das ist hier werbefreundlich, das Video. Ich habe zwar keine Partnerschaft. Es gibt aber trotzdem ja ein Ranking. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Wo auch Videos gerankt werden, wem die angezeigt werden. Und wohin gehört diese Tür? Gehört diese Tür zu dem hier? Oder zu dem? Daraus könnte man voll gut das Labyrinth machen. Hä? Warte, zu welchen? Ist jetzt die Tür offen oder geschlossen? Sie ist ja beides gleichzeitig, aber zu welchem Block gehört die Tür?
Also die gehört auf diesen Block, aber zu welcher Wand sozusagen? Okay, interessant. Und hier haben wir einfach noch einen Raum. Okay. Waren wir hier schon? Ah, ne, hier war. Ja, okay. Wer auch immer das gebaut hat, ich denke mal, es war David. Grüße gehen raus. Nice. Hier gibt es eine tolle Bank. Ja, also da waren wir ja gerade schon bei den Sitzplätzen. Ich zeige euch das Ganze ein bisschen unorientiert. Ich gebe es zu, ich habe es vorher echt noch nicht angeguckt. Aber ich denke, das ist auch gut für den Eindruck. Ich muss sagen, ich habe einen coolen Eindruck. Dann würde ich sagen, beenden wir das Video an meinem alten Haus. Ja, das war's mit dem Video. Schreibt in die Kommentare, wie ihr meinen Skin findet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche am Sonntag wieder. Vielleicht mit dem Seed-Sonntag. Vielleicht zeige ich euch da ein Bedrock-Seed mal. Es gibt viele interessante Bedrock-Seeds, weil bei der Bedrock-Generation, die ist schlechter als die Java. Also sagen wir so, es spawnen andere Sachen in Sachen, die nicht reinspawnen sollten und so weiter. Es gibt einige Bugs und da können wir uns bestimmt einige coole Seeds angucken, die von diesen World Generation Bugs betroffen sind. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich für diese Woche. Bis Sonntag. Haut rein, Leute, und ciao.